Moin, ich bin Jan und am 24. Juni 2010 hat Apple das iPhone 4 vorgestellt. Das ist jetzt etwas mehr als 10 Jahre her und ich habe das iPhone 4 heute hier mit iOS 7 und das schauen wir uns zusammen an. Viel Spaß! Abonniere mich, um keine weiteren Videos über Apple und sonstige Technik zu verpassen, würde mich sehr freuen. Hier sehen wir jetzt die Packung des iPhone 4 und die sieht wirklich ziemlich schön aus. Wir haben hier oben so ein Bild vom iPhone und den Bildschirm drauf und ja, auch hier wieder dieser Link dazu, dass der Bildschirm so scharf war, ja, dieses Retina-Display. Und das war ja wirklich ein Riesensprung vom iPhone 3GS aufs 4er. Auf einmal viermal so scharf, viermal so viele Pixel auf gleicher Größe. Und ja, wir haben hier die 16 GB Version in schwarz. Das gab es als 16 und 32 GB in weiß und in schwarz. Genau, und das hier ist eben dieses kleinere Modell in schwarz. Das ist das alte von meinem Vater. Ich selber hatte das nie, obwohl ich es natürlich extrem wollte damals. Ich hatte, glaube ich, das 3GS damals, als das hier schon raus war, dann mir gekauft, als Schüler halt. Und dann später irgendwann das 5er. Schauen wir mal in die Packung rein. Dann haben wir hier direkt schon das iPhone 4. Gucken wir uns dann gleich in Ruhe an. Erstmal schauen, was noch in der Packung ist. Ich muss dazu sagen, ich habe hier so ein Kabel noch. Das habe ich mir so diesen 30 mit dem 30-Pin-Adapter. Das habe ich da auch nicht reingefriemelt mitbekommen und ist auch von einem Dritthersteller, weil das hier auch kaputt war, was dabei war. Das war ja auch uralt und ewig benutzt. Das habe ich mir aber nochmal für 5 auf Amazon oder so geholt. Nur dazu, das ist normalerweise natürlich noch drin. Und dann hier wieder mit dieser klassischen Lasche zum Rausheben und dieser kleinen Schale. Und genau, eben diesen Büchlein. So, hier fehlt auch dieses Semi-Jack-Tool, aber das sieht auch aus wie bei den jetzigen. Also einfach hier dieses kleine Metallstäbchen. Und dann hier halt so ein bisschen Papierkrams, Schnelleinrichtung und diese klassischen Apple-Sticker, die immer dabei sind, aber ich zumindest nie benutze. Und hier ist jetzt ein britischer Stromadapter, der auch noch unausgepackt ist drin. Keine Ahnung warum. War bei meinem 3GS auch, was ich aber, das habe ich von eBay, hier das ist das alte von meinem Vater. Ich weiß nicht warum, ne? Aber der hatte dann glaube ich eh noch von seinem iPad das, den Adapter und hat das immer benutzt. Ja genau, ansonsten ist hier nichts mehr drin, das war's. Falls du auf der Suche nach einem etwas moderneren iPhone bist, dann schau mal in die Beschreibung, da habe ich dir einen Shop verlinkt, wo du dies günstig kaufen kannst. Gehen wir also zum iPhone 4 selber. Schauen wir uns erstmal von außen an, bevor wir es anmachen. Und zwar, ja, man sieht hier auch schon ein paar Fingerabdrücke, diese Glasrückseite mit diesem Metallband und diesen Kanten, was man ja wirklich seitdem gar nicht mehr hatte. Doch stimmt, noch beim iPhone 5, 5S und so, aber zumindest dann längere Zeit ab dem iPhone 6 war jetzt alles abgerundet. Und jetzt gibt es natürlich für das iPhone 12 Gerüchte, dass das eben auch wieder kommen soll, so in der Art. Und das sieht wirklich extrem edel aus. Es war so ein Sprung von dieser Plastikrückseite vom iPhone 3GS. Hier mit diesem Glas hinten, das ist extrem edel und im Band. Hier erinnere ich mich, dann kam ja noch das iPhone 4S danach. Das hatte dann, weil das 4er hatte ein bisschen Empfangsprobleme und das hat hier diese Antennenstreifen dann auch oben hinbekommen. So kann man das 4er vom 4S unterscheiden. Genau. Ja, man hat hier klassisch, das hat sich bis heute nicht geändert. Das ist ja auch so eine Sache, die bei iPhones klassisch ist, alle Dinge sind sehr bedacht, die Apple einführt, ja, wie der Homescreen, der sich auch nicht verändert hat seit Ewigkeiten oder sowas. Man hat hier diesen Mute-Switch noch, man hat hier lauter leiser. Obendrauf hat man natürlich auch, was man gar nicht mehr bei heutigen iPhones hat, hat man hier noch diesen Klinkenanschluss für Kopfhörer. Das hier müsste das Mikrofon sein noch und hier eben diesen Lock an aus, das war ja immer oben bei den iPhones, beim iPhone 6 und 6S ist es ja auf die Seite gewandert. Hier auf der Seite hat man dann jetzt nur einen SIM-Karten-Slot. Ich glaube, das war noch nicht mal Nano, sondern Micro-SIM. Und hier unten eben die Mikros und Lautsprecher. Auf einer Seite ist, glaube ich, Mikro und auf einer Lautsprecher. Und ja, dann eben diesen fetten 30-Pin-Connector, der dann beim iPhone 5, also 2 Jahre später, durch diesen Lightning-Port abgelöst wurde. Genau, und hier hatte man natürlich alles voll Flusen immer und das war dann ja, nicht so ganz zeitgemäß. Zu der Zeit hatten Android-Handys, glaube ich, Micro-USB,
teilweise davor Mini-USB oder sogar noch alte Anschlüsse, aber das hier ist wirklich der fetteste Anschluss, den man irgendwie hatte, ne? Seit, so groß wie diese Sony Ericsson-Dinger, die man früher hat. Ja, genau, und hier dann noch eine Kamera, Selfie-Kamera und genau, Lautsprecher und den Home-Button, ne? Ohne Touch-ID. So, jetzt habe ich es mal hier angemacht und hier hat man auch schon einen dieser klassischen Hintergründe. Man hat hier wieder dieses zum Entsperren streichen, ne? Dieses klassische. Natürlich hier im iOS 7 Look. Das hier ist übrigens iOS 7, ausgeliefert wurden die mit iOS 4 und dann gab es eben Updates auf 5 und 6 und 7. Ne? Das 7 ist halt quasi das Neueste, was man jetzt hier hat. Genau, was hat man jetzt hier noch für Möglichkeiten? Man kann hier rechts unten so hochziehen für die Kamera. So, Fotos machen und dann dieses Karussell, was ja eigentlich jetzt auch bis iOS 13 jetzt auch so geblieben ist. Video, Foto, Quadrat, natürlich noch ein paar mehr Modi, wie Panorama und sonstige. Oder wenn man mehrere Kameras hat bei den neueren, hat man das hier auch. Hier hat man jetzt nur HDR-Einstellungen, Blitz und Kamerawechsel. Genau, gehe ich jetzt mal wieder zum Home. Lockscreen wollte ich eigentlich gehen. Genau, was hat man noch für Möglichkeiten? Man hat dann hier zum Hochziehen das Control Center. Das ist so ein bisschen anders als jetzt heutzutage, wo man es hier rechts unten hoch, von rechts oben nach unten zieht. Man hat aber hier auch alle wichtigen Sachen, ne? Nicht stören, WLAN, Bluetooth, Helligkeit, Lautstärke und hier diese Shortcuts, die man aber auch nicht verändern kann. Also die sind so. Ja, gehen wir mal hier raus. Ja, und dann hat man noch von hier oben einmal hier diese Widget-Leiste. Und das ist so diese Dreiteilung. Das ist einmal dieser Heute. Da hat man dann, ich glaube, man kann noch nicht mehr wirklich Widgets wählen. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Vielleicht kann man es auch in den Einstellungen ändern. Aber das ist auf keinen Fall so wie heute, dass man da von den ganzen Apps die Widgets drin haben kann. Sondern man hat eher so eine Übersicht, so was heute so abgeht. Dann alle die Mitteilung und dann dieses Verpasst. Und das ist auch super, super blöd eigentlich gewesen mit diesen drei Tabs. Zumindest hier diesen Verpasst-Tab, den haben die dann auch ziemlich schnell rausgeschmissen. Ich glaube bei iOS 8 oder 9 dann auch, wurde das auch kombiniert. Ich habe übrigens genau so ein Retro-Hands-On-Video, wie ich hier zum iPhone 4 gemacht habe, auch zum iPhone 3GS gemacht. Habe ich hier mal verlinkt, schau es dir auch gerne an. Ja, gehen wir mal zum Homescreen jetzt, waren wir eben auch schon mal kurz drauf. Man hat eben hier, genau, eben links nicht das Widget. Man hat hier diese mehreren Seiten, aber ich kann jetzt mal kurz hier diese Multitasking-Ansicht zeigen. Und hier hat man dann wirklich diese ganzen Bilder, ne? Da überlappt sich nichts. Da sind immer diese vollen Vorschauen. Kann hier rausschieben und eben in die App reingehen. Und was ich direkt merke hier bei der Benutzung, also der Homebutton reagiert nicht mehr ganz so gut, aber unabhängig davon ist das Handy selber auch noch relativ schnell, muss ich wirklich sagen. Und es ist jetzt natürlich nicht so ein krasser Unterschied, dieses iOS 7 zu iOS 13, wie damals das vom iPhone 3GS, was ich eben ja auch angeschaut habe. Das iOS 6 hatte das, glaube ich, noch mit diesem ganz alten Design. Das hier ist ja jetzt schon dieses Flat-Design, aber es gab schon einige Stellen, wo sich das hier nochmal verändert hat vom Design. Also definitiv. Aber grundsätzlich ist es halt dieser Riesenschritt zu iOS 7 gewesen mit diesem moderneren Design und deswegen auch jetzt, wenn man sich hier so ein Menü anguckt, das ist sehr ähnlich zu iOS 13. Aber in den manchen Apps sieht man schon eben noch Unterschiede. So ein App Store oder so, der hier wieder so Updates Section hat und so, das sind alles so einzelne Apps von Apple, die dann wirklich ein gutes Stück noch verändert wurden. So, da kann man jetzt mal hier auf Google mal gucken. Und das ist halt relativ ähnlich, ne? Also das ist jetzt nicht so besonders, sage ich jetzt mal. Was aber auf jeden Fall auch noch ein interessanter Fakt ist, ist, dass diese Pixeldichte von dem Retina, die sehr, wirklich sehr scharf ist, auch schon für 2010 meilenweit voraus war und es auch sehr lange gedauert hat, bis da die Android-Konkurrenz Anschluss gefunden hat. Diese Pixeldichte, also die Schärfe quasi, hat sich ja nicht geändert bis heute. Bei den günstigeren Modellen, also iPhone XR und iPhone 11, die haben die gleiche Pixeldichte wie das iPhone 4. Und das finde ich echt interessant. Klar, die
Pro-Modelle und iPhone X und XS und sowas, die sind alle noch ein bisschen schärfer und haben OLED-Display und so. Und klar, auch beim iPhone XR und iPhone 11 sind die Bildschirme besser geworden. Aber jetzt rein die Schärfe, also die Pixel pro Fläche, sind gleich geblieben. Und das ist halt schon irgendwie ein Statement gewesen. Klar, natürlich auch nochmal so ein Ding, was dann auch wieder zeigt, vielleicht, dass diese günstigeren Modelle der iPhones ein bisschen der Zeit wieder hinterher sind vielleicht, ne? Wenn man sagt, dass man in irgendwie 2020 verkaufen die noch ein LCD-iPhone für 800-900 Euro oder so, klar, das ist dann auch wieder so eine andere Geschichte, aber an sich war das hier trotzdem der Zeit voraus, das Handy, und das wird für immer ein extrem besonderes Handy sein. Und ja, ich hätte es damals gern gehabt, hatte das nie. Hast du das iPhone 4 gehabt oder wolltest du es immer haben? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.